Folgende Situation: Wir haben hier einen Bildschirmarbeitsplatz ja, also ein Schreibtisch mit einem Computer und einem Schreibtischstuhl, ein Bildschirmarbeitsplatz. Und wir werden jetzt aufgefordert, einige Anforderungen zu nennen. Wir sollen Anforderungen nennen, und zwar laut Bildschirmarbeitsplatz. Verordnung. Laut Bildschirmarbeitsplatzverordnung. Furchtbares Wort. Laut Bildschirmarbeitsplatzverordnung. Dort stehen Anforderungen drin an den Bildschirmarbeitsplatz und wir sollen einige nennen. Ja, beispielhaft einige nennen. Dann machen wir das mal. Also, haben wir zunächst mal die Zeichen auf dem Bildschirm. Die Zeichen müssen sein scharf, ja, scharf heißt gut lesbar, deutlich und ausreichend groß. Scharf meint hier wahrscheinlich die Auflösung. Ja. Dann das Bild muss sein flimmerfrei. Ja, und keine Blendungen. Keine Blendungen und kein Flimmern. Dann das Bildschirmgerät, so wie das hier heißt. Ja, Bildschirmgerät meint den Computerbildschirm in den meisten Fällen, muss sein leicht drehbar und neigbar. Hier, ja, leicht drehbar und neigbar. Man muss also den Bildschirm neigen können. Dann die Tastatur. Die muss eine ergonomisch heißt, der Arbeitsplatz passt sich dem Menschen an, eine ergonomisch günstige Arbeitshaltung ermöglichen. Ja, die Tastatur muss eine ergonomisch günstige Arbeitshaltung ermöglichen, zum Beispiel, dass man die Tastatur ein bisschen hochstellen kann. Ja, sonst hat der Mensch, der da arbeitet, nachher, ich weiß nicht was, Sehnscheidenentzündung oder was immer. Ja, dann der Stuhl, hier kommt wieder das Wort. Der Stuhl muss ergonomisch gestaltet sein. Nicht alle Menschen sind gleich groß, ja, sodass man den Stuhl in der Höhe verstellen kann, zum Beispiel, dass man die Lehne verstellen kann, und er muss seinen Stand sichern. Und, nehmen wir die nächste Seite, kriegen wir hier gar nicht mehr hin, der Arbeitsplatz an sich, der muss genügend Bewegungsfreiheit Arbeitsplatz an sich muss genügend Bewegungsfreiheit gestatten. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank.